Episode 2 wartet darauf, erkundet zu werden. Willkommen zurück zu Captain Todd, Treasure Tracker, let's go. Na, schau mal, gleiche Einführung hier. Okay. Ah, ich bin schneller. Ich bin langsamer. Okay, das ist das Gleiche. Wird's wieder entführt, ja? Nicht wieder gleich. Macht mir gar keinen Sinn. Diesmal ist Tod derjenige, der wegfliegt. Das war jetzt wirklich unerwartet. Treasure Tracker 2. Na dann starten wir mal direkt rein. Kapitän Todd wurde entführt. Der große Rutschenberg. Na dann, Captain Todd, auf geht's. Muss ich selbst in die Hand nehmen. Rutschenberg, okay. Haut ab, ey. Nee, weiter. Hopp! Ich will da runter, genau. Fall runter. Nur ein paar Münzen. Und da könnte ich auch rüberrutschen. Okay, sehr interessant. Da oben muss ich hin. Habe ich eins verpasst? Ein Pilz. Miau. Okay, gleich noch mal machen. Okay, ein paar Münzen, ja. Da sehe ich was. Ich bin jetzt schon am Ziel. Oh. Ja, zieh raus. Münzen. Okay, aber wir haben zwei Edelsteine nicht gefunden. Den dritten haben wir gesehen am Ende, aber halt den zweiten noch nicht. Aber hey, Goldpilz eingesammelt, warum nicht? Was heißt, wir brauchen jetzt nur durchrutschen. Nummer 2 ist hier, okay, sehr schön. Dann ballern wir da rein und dann einmal runter. Sollen auch die anderen Gegner runtergehen, das ist egal. Autsch. Ich muss jetzt auf die große Rutsche, okay.
Rob! Okay, und jetzt links halten. Egal. Zack, ins Ziel. Kann man ja gar nicht alle Edelsteine sammeln und den Goldpilz. Dann rutscht er runter und dann kommt man da nicht hoch. Da muss man zweimal spielen. Auf dem Holzweg, ans Ziel. Ob wir auf dem Holzweg sind, mal schauen. Oh, reinzoomen kann ich ja auch noch, nicht ganz vergessen. Wow. Okay, Münzen, vielleicht brauchen wir ja Münzen. Ah ja. Nicht dagegen laufen. Genau, ich schmeiß mal erstmal den Schlüssel weg. Und da, zum Glück kommt er wieder, ne? Aber wo brauche ich den Schlüssel? Babab. Hä? Wo sind das, das Schloss? Aha. Ja, so kann man die auch besiegen. Nice. Kam ich da jetzt echt dran? Ne? Vielleicht kommen ja Münzen, wer weiß. Da muss ich runter. Ja, irgendwo runterschmeißen. Oder runterfallen. Ah, macht Sinn. Kann ich da hochwippen? Sehr schön. Ich müsste da jetzt noch irgendwie hochkommen. Nummer 2, sehr schön. So, jetzt heißt es. Erstmal hier rüber. Und den dritten schon. Mhm. Mach ich mal weg, komm. Okay, wie komme ich da jetzt rechts rein? Darüber müsste ich. Und der Schlüssel ist gar nicht mehr da. Oha, was ist das denn jetzt hier? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ah, hier lang. Okay. Wieder dagegen erzappt. Oha. Jetzt verstehe ich das ja. Ich hoffe, ich muss nicht irgendwie bestimmte Anzahl Münzen sammeln. Ich tue es jetzt einfach mal.
da einfach lang, mein Gott. Jetzt Nummer 1, ne? Ja. Das heißt, ich muss wahrscheinlich doch Münzen sammeln. Aber ab. Bleib da. Da. Bleib da. Auf jeden Fall ein paar Münzen. Ein Treffer und zack, weg. Das war knapp. Okay, da könnte ich zum Ziel, aber ich will noch ein paar Münzen sammeln. Das brauche ich ja gar nicht. Hier waren noch Münzen. Okay, 50 habe ich. Sollte ausreichen. Und jetzt ins Ziel kommen. Toilette. Wir müssen Tod retten diesmal. Alle Kriegspiranhas besiegt. Ja, nice. Nice, dass wir das nicht geschafft haben. Mach ich das jetzt noch oder beim nächsten Mal? Irgendwann mal. Ah, Lelorenfahrt. Ja, nochmal mit den Kriegspiranhas. Wir fahren echt auf dem Holzweg mit dem Münzen. Schlüssel besiegt ich Piranha, nice. Ich hatte doch alle. Gleich Game Over. Sind da nur 1, 2, 3? Hä? Ich hatte die doch alle weggemacht. Einmal kurz abwarten. Sind aber nur die drei. Ich hatte die doch gerade alle schon gehabt. Oder nicht? Ja, warum nicht? Kann man machen. Umfahrt im Abendrot. Danach gibt's Abendbrot. So, let's go. Okay, da ist schon mal ein Kristall. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier direkt bekomme. Nee. Alle Gegner weg, Mann. Noch gar kein Kristall. Warum war der doch der Erste? Hätte ich von hier aus gleich, ha?
Alle Gegner weg. Okay. Bis auf den ersten. Sonst alle Gegner, glaube ich, auch besiegt. Schönes Level. Geht sehr schnell. Muss ich trotzdem noch mal spielen. Yay. 140 Münzen. Hatte ich auch gar nicht. Sind da irgendwo Münzen versteckt? Achso. Und Zeit. Aha. Okay, wie kann ich den da mitnehmen? Nach den Piranhas. Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. Sehr schön. Und hat 40 Münzen, aber das sind sehr viele. Schatoppen. Den hatte ich nicht. Hier, Schatz, auf Ben. Eine Münze. Ne, die habe ich gleich. Nice, doch. Den einen Schatz haben eben noch verpasst. Jetzt gesehen, sehr schön. Und 140. Ja, oh, cool. Hätte ja auch sein können, diese Pickel. Ne, Pünktchenkäfer oder wie die hier heißen, ne? Auch besiegen. Gut. Bisher alles. Münzen sammeln, ja, kann man Leben holen, ne? Mach ich dann gleich alleine. Nebulöse Zeichen im Hinterhof. Letzte Level für heute. Das ist schön. Ich schieße. Ah, cool. Wenn man da so mit ZR macht, dann kann man auch den Weg finden. Oder ich falle einfach runter. Mal weg! Vielleicht helfen wir gar nicht runterfallen. Nummer 2. Auf den Parkplatz drauf. Ab, aber den dritten habe ich. Da rein jetzt, okay. Nein, Hilfe. Ja, man kann die natürlich auch wieder besiegen. Nein! Passt! Nein, sollte man drauf fallen auf den Gegner. Okay, wie man das erstmal beenden lässt. Okay. Was könnte es sein? Münzen haben alle bestimmte Anzahl?
Aber vielleicht auch die Gegner weg, Mann. Alle Schlammschlurfer besiegt. Schlammschurfer. Ah, das waren dieses komische kleine Poster? Kann das sein? Okay, sehr interessant. Nächstes Kapitel, gib nicht auf, Toddlet, Bagdad, und dann ich mal direkt weiter. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, sag nur, ich bin Rassi, bleib fit im Chat und ciao.